Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Guide von World of Warcraft. Heute geht es um den Erfolg, Unaufhaltsame und Tod, oder genauer gesagt hier um den Todeskreischer, welche sich im Gebiet Argus befinden, und zwar bei 3058, und zwar in einer kleinen Höhle im Teilgebiet Krokun. Der Höhleneingang ist ebenfalls gleich nebendran, also da müsst ihr nicht gerade allzu lange warten, also ebenfalls bei 3058 halt einfach reinlaufen und dann findet man Todeskreischer relativ schnell. Das Team, um dagegen zu besiegen, sieht wie folgt aus: Wir nehmen das verseuchte Eichhörnchen mit Kratzen, Ducken und Stampede, dann das infizierte Eichhörnchen mit infizierender Biss, tollwütiger Schlag und Leichenexplosion, und zur Sicherheit nimmt man am besten noch den Schädel mit Schattenschlag, geisterhafter Biss und Lebensentzug. Hier ist es halt einfach so, normalerweise kann man den Gegner mit den ersten zwei Pets besiegen, aber da die eine Attacke vom Gegner halt einfach eine große Range beinhaltet, kann es ab und zu sein, dass das erste Eichhörnchen ein bisschen früher stirbt. Da kann es ab und zu sein, dass das Pet halt einfach nicht allzu viel Schaden ausrichten kann. Aber grundsätzlich ist es so, dass man halt einfach auf dem Gegner trotzdem die Stampede draufbringt, damit man halt einfach den doppelten Schaden hat für zwei Runden danach mit dem infizierten Eichhörnchen. Aber wie man das genau macht hier, will ich schnell zeigen. Zu Beginn einfach Ducken einsetzen, somit können wir halt einfach diese infizierte Klaue relativ gut verringern. Hier ist es halt einfach so, in den ersten vier Runden setzt er mindestens halt einfach diese Apokalypse ein. Ansonsten setzt er eigentlich meistens nur noch die infizierte Klaue. Abheben tut er sowieso nicht. Keine Ahnung, warum das so programmiert wurde, dass der nie abhebt. Aber eben, da müssen wir halt einfach Vorlieb nehmen, dass er die ganze Zeit die infizierte Klaue einsetzt. Aber danach einfach Stampede durchlaufen lassen. Und hier ist es meistens so, dass man drei Durchläufe vom ersten Stampede durchlaufen lassen kann, und dann bei der zweiten ist es so zwei bis drei Durchgänge. Meistens ist es halt einfach so, dass man Todeskreischer auf fast 50% gebracht hat. Mal schauen, wie es diesmal ist. Jetzt eben die zweite Stampede durchlaufen lassen. Jetzt wurde ich weggehauen, ist nicht unbedingt schlimm. Das heißt einfach, dass ich dieses Mal leider nur zwei Durchläufe habe. Aber eben wie erwähnt, ist es nicht unbedingt tragisch. Da werde ich vermutlich dann am Schluss hier noch den geisterhaften Schädel nochmals benötigen. Weil eben das zweite Pet hat halt einfach auch mit dem, also das infizierte Eichhörnchen hat halt mit infizierendem Biss ebenfalls eine Range. Das einzige, was halt einfach wichtig ist, dass halt einfach der zerschmetterte Verteidiger hier halt einfach auf zwei Runden angehalten ist, beziehungsweise halt einfach drauf ist auf dem Gegner. Da einfach zuerst einmal infizierter Biss einsetzen. Das hat schon recht gut getroffen, teilweise halt einfach weniger wegen der Range, aber ist jetzt nicht unbedingt sehr matchentscheidend, denn wir haben ja noch im Hintergrund den geisterhaften Schädel, welcher ebenfalls noch recht guten Schaden anrichten kann. Hier an dieser den tollwütigen Schlag. Und dann an dieser Stelle die Leichenexplosion, die macht auch schon recht guten Schaden. Aber an dieser Stelle werden wir getötet, beleben uns natürlich wieder, weil wir in unserem Untotspad sind. Und dann können wir recht guten Schaden anrichten. Der Tod tötet teilweise den Gegner, teilweise auch nicht, ist immer ein wenig unterschiedlich. Aber falls ihr noch nicht den Gegner getötet hättet, dann am besten zuerst einmal Schattenschlag einsetzen, und zwar zweimal. Und dann erst den geisthaften Biss, denn dann seid ihr halt einfach relativ gut mit dem Schaden Output raus, weil halt, ja, sag ich mal, halt einfach, ja, der Schattenschlag ist halt viel besser insgesamt, weil ihr halt nach dem geisthaften Biss halt betäubt werdet. Und wenn ihr mit dem geisthaften Biss nicht den Gegner getötet hättet, könnte es sein, dass halt einfach ihr halt einfach einmal passen müsst und halt einfach schon in untoten Phase seid. Dann müsst ihr den Schattenschlag einsetzen und dann wärt ihr erst vielleicht schon gestorben. Also es ist so immer ein Abwägen. Also wenn ihr seht, okay, ihr könnt ohne Problem den Gegner besiegen, setzt einfach den geisterhaften Biss ein, um den Schaden einfach rauszuhauen. Und dann ist es ja eh egal, ob ihr betäubt seid, aber falls ihr seht, okay, ihr müsst vielleicht noch ein bisschen Schaden austeilen, dann lieber zuerst einmal Schattenschlag, beziehungsweise zweimal, und dann erst den geisterhaften Biss. Aber ja, das war es eigentlich für diesen Guide. Ich hoffe, ich konnte euch dabei helfen, diesen Gegner ebenfalls zu besiegen. Ansonsten wünsche ich noch viel Erfolg dabei und viel Spaß. Bis bald.